Füße hoch und Hand aufs Herz. Wie viele Situationen kennen Sie in Ihrem Leben, in denen Sie gerne souveräner gewesen wären, es aber nicht waren? Ich kann Sie trösten, Sie sind kein Einzelschicksal, denn es gibt Situationen im Leben, da gibt es kein Regelwerk. Da kann man eigentlich nur scheitern. Ist es okay, eine Party zu verlassen, ohne sich zu verabschieden? Darf man sagen, das Essen hat mir nicht geschmeckt, obwohl man eingeladen ist? Das sind Fragen, die wir heute klären, denn unser Thema ist Party. Und weil Jürgen und ich lange nicht mehr auf eine Party eingeladen werden, müssen wir uns die Leute halt zu uns einladen. Party und Frank Plassberg. Eine Welt, ist, oder? Ja! Was habt ihr getrunken, als ihr auf die Idee kam, mich einzuladen? Nein, ich habe recherchiert und habe einfach als ich den langen Lebensweg durchgegangen bin, festgestellt, dass wir auch Gemeinsamkeiten haben. Außer, dass ich war nicht Polizeireporter bei der Abendzeitung in München. Und wahrscheinlich dann auch Gesellschaftsthemen und auf diese Weise auch viel in... Mein erster Mord war ein Brauermord. Also ein Bierbrauer hat sich aus dem Leben verabschiedet. Da musste ich drüber berichten. Und das war im Rahmen einer Party? Nein. Aber du hast ja sehr... Ich weiß nicht, was die Erben gemacht haben. Das weiß ich nicht. Da gefeiert natürlich. Ja. Ich komme aus Wermelskirchen. Du musst dazu wissen, in Wermelskirchen, das ist im Bergischen Land, da ist Euphorie und Party machen ist ein bisschen was anderes. Also ich hatte die wildesten Partys, hatte ich in der Tanzschule Lütke in Remscheid. Da gab es immer Tanztee, da konnte man dann samstags hin. Und ich war Gastschüler. Wir hatten einen Herrenmangel. Ja? Das war bei uns auch. Ja? So, kleine Fangfrage. Wisst ihr noch, um welches Thema es heute geht? Party. Ah, sehr gut. Es ist ja immer schön, wenn Gäste kommen. Was trinken wir ja eigentlich? Wasser. Ja, es ist immer schön, wenn Gäste kommen, aber wir machen uns nichts vor. Es ist auch Stress. Ich mitreden. Jürgen war der Name. Wie war der Name? Darf ich mal deinen Personalausweis sehen? Was heißt... Jeder, mit dem du in der Grundschule warst, sieht dich altern, weiß, welches Haar ausgefallen ist, welches Kilo du zu oder abgenommen hast. Und der geht selbstverständlich davon aus, dass du das auch weißt. Und kommt auf dich zu, Mensch, kennst du mich nicht mehr? Und das Schlimmste, was ich da wirklich erlebt habe, war, da stand eine nette, ältere Dame, sie war so alt wie ich, vor mir, und sagt, kennst du mich nicht mehr? Und das war so, dass ich gesagt habe, nein. Ich konnte mich nicht erinnern. Dann hat sie den Namen genannt und dann wusste ich, das wusste ich noch, die war in der zweiten Grundschulklasse. Das weißt du nicht. Nein, ich wusste es nicht mehr und da hilft gar nichts. Und du hast ja eh das Problem, gerade wenn du jetzt nicht aussiehst wie, sagen wir mal, Jürgen von der Lippe oder Brad Pitt oder Clooney oder George Clooney und beim Fernsehen arbeitest, sondern ein Dutzend Gesicht hast, da kommen ja Leute auf dich zu und sagen, Sie sind doch der neue Lehrer meiner Tochter. Ja. Nein. Sie sind doch hier der neue Fahrer, ja. Sie sind doch da, das dauert halt. Und mein Sohn fand das so nervig, da war der 5, der war da so an der Hand und man will ja auch jetzt nicht, er sagt ja nicht, ja, ich bin Frank Plassberg, ich mache hart, aber fair oder so, sondern er sagt, nein, Sie kennen mich aus einem anderen Zusammenhang und so, dem dauert das so lange. Dann hörst du, wie ein 4- oder 5-Jähriger von unten sagt, ja, das ist Frank Plassberg. Dann habe ich so runtergeguckt und habe gedacht, zu meinem Sohn gesagt, wenn ich einen Pressesprecher brauche, sage ich das. So, aber dann bin ich dazu übergegangen, gerade wenn mein Sohn dabei ist oder so, dann sagt man das. Sie kennen mich nur aus dem Fernsehen oder so. Und dann diese Storys mit Leuten, ne, die sind ja... Ich war bei meinem Vater im Altenheim und eine ganz zauberhafte, neue, ältere Dame guckt mich an, sagt, kenne ich Sie nicht vom Theater? Ich sag, nein, Sie kennen mich vom Fernsehen. Nein, dann kenne ich Sie nicht. Nicht unter Ihrem Niveau. Ich habe auch einen. Wundervoll. Straßenbahn. Das war eine herrliche Situation. Straßenbahn. Und deine Frau guckt mich schon immer die ganze Zeit so an und sagt dann, jetzt hab ich's. Sie sind die Frau Willings vom WDR. Ja. Und ich. Genau. Nee. Und sie, doch, Sie sind die Frau Willings vom WDR. Ja. Andere Leute in der vollen Bahn schon so, nein, ich bin Sabine Heinrich. Frau TV. Ja, das mit dem Putzen. Da ist die Welt noch in Ordnung. Alles klar. Gut, liebe Grüße an Frau Willings. Was ich jetzt immer noch nicht verstanden habe, ist, bist du jetzt eigentlich ein Partytyp oder nicht?
Oder darf man das nicht zugeben? Also ich bin nicht der Erste, der geht, aber auch nicht der Letzte. Also wenn nachts, pass auf, Frank Plasser, wenn nachts um 3 Uhr... Ich antworte gerade wie ein Generalsekretär auf die Frage. Wenn nachts um 3 Uhr nochmal Afrika von Toto aufgelegt wird und alle nochmal wach werden und anfangen und so, ist Frank Plasberg mit auf der Tanzfläche, ja oder nein? Ja. 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 Ich kann... Warum lachen die jetzt hier? Wir kennen uns da aus mit Humor. Was gibt's jetzt schon zu lachen? Nein, die stellen sich das vor und finden es großartig. Ja. Ich fange nochmal an. Pass auf. Im Hause Plashüsen. Wer bei euch ist das Partytier? Anne oder du? Anne macht gerne Partys und... Du bist schon mal zu Hause. Nee, die finden ja auch bei uns zu Hause statt. Ich finde das schon okay. Du bist schon mal im Bett. Möchtest du Fragen stellen oder deine Klischees abgleichen mit der Wahrheit? So. Nee, aber was ich mache zum Beispiel auf Partys ist, ich gehe nie von einer Party nach Hause, ohne ein oder zwei gute Gespräche zu haben. Ich komme jetzt nicht mit Halbmarathon, laufe ich auch nicht. Aber was ich nicht kann, ist so mit allen geredet haben. Kriege ich nicht hin. Aber ich lerne immer 2 bis 3 nette Leute kennen, wo du wirklich schön dich dran erinnerst und wo es über das Nummerntauschen hinaus tatsächlich auch Kontakt gibt. Das finde ich 5 Uhr morgens, komm ey, jetzt, ich muss doch noch ein gutes Gespräch finden. Ja, 5 Uhr morgens muss ich ja zu Hause sein, um den Sohn für die Schule fertig zu machen und meiner Frau den Rücken freizuhalten. Da habe ich ja eh eine Limitierung. Ja? Also. Ich würde gerne eine Frage mit euch klären. Und zwar, darf ich meinem Partner das Partymachen verbieten? Man kann es ja mal versuchen. Mama, also, Schatz, du warst jetzt schon 3-mal aus dieses Jahr. Das reicht. Party machen zu Hause oder weggehen? Überhaupt feiern. Ja, zu Hause ist ja mitgehangen, mitgefangen, zwangsläufig. Aber jetzt also, ausgehen. Also das wäre völlig sinnlos, weil meine Frau ist ein richtiges Feierbiest mit Tanzen und Singen und allem. Und, aber den Foxtrot, den hast du auch drauf, diesen 4er-Schritt, oder? Den Foxtrot, ja, aber die Enthemd, Schuhe weg. Und das ist nicht meins. Und da bin ich froh, dass... Das ist aber gut für Rücken. Es ist wirklich gut für Rücken. Da mache ich gezielte Übungen. Kann ich dir gerne. Was ist mit deiner Frau? Also, ich bin froh, dass ich da nicht mit muss. Und das ist der Deal. Also, es ist aber auch egal, wenn sie jetzt einfach einen Lauf die, hat. Die fährt mit ihren Sportkolleginnen ein paar Mal im Jahr, mieten die einen Bus, haben so ein Wochenende im Hotel und dann machen die da die Sauerlandstern? Disco, ich weiß nicht, ob da. Die machen jedenfalls die Bude dem Erdboden gleich. Und ich bin froh, dass ich nicht dabei bin. Schick dir Fotos und nee. So. Guck mal hier, Jürgen, das verpasst du. So. Sie hat letztens ein Foto geschickt, wo ich dann zurückgewhatsappt habe. War schon spät. Hm? Ist aber ein bisschen schmallippig. Es war schon spät, hm? Naja, sie sah, also die Runde sah schon ein wenig aufgelöst aus. Aber manchmal eskaliert das ja auch, ne? Ist man da nicht ein bisschen eifersüchtig dann mal so? Also, das ist ein Ausdruck meiner Frau, deswegen darf ich das verwenden. Wir beide haben uns ja spät kennengelernt, das ist meine zweite Ehe. Ich bin jetzt, ich glaube, letztes Jahr habe ich den Rekord eingestellt, weil sie hat 10 Jahre mit ihrem schwulen Freund Alfred zusammengelebt und die waren kurz davor zu heiraten. Weil beide gesagt haben, da kommt jetzt nichts mehr. Dann kam Frank Plasberg. Und dann haben Anne und ich uns auf der Restrampe kennengelernt. Und deswegen, wenn die unterwegs ist, also so ein Glück hat die auch nur einmal. Also da bin ich ganz gelassen. Meine Eltern sind, mein Vater mit seinem Fußballverein immer einmal im Jahr weggefahren und meine Mutter mit ihren Mädels tatsächlich mit so einer Stammtischglocke nach Mallorca. Dann übers Wochenende 3 Tage und ich fand das immer so toll, weil wir Kinder beigebracht bekommen haben sehr früh. Eine Jungstour ist eine Jungstour und eine Mädelstour ist eine Mädelstour. Und meine Mutter kam dann ohne Stimme zurück und alles, was mein Vater fragte, und? War gut? Und meine Mutter, mhm. Toll. Na, war's das. Ja, ich kann als erfahrener Bahnreisender sagen. Da war sie vielleicht auch schon bei. Freitags lieber 2 Männergruppen als 1 Frauenkegelverein im Abteil. Wirklich lieber. Ja. Wenn du ein gutes Buch lesen willst, zum Beispiel. Aber es gibt ja auch Partys,
da knallt's mal richtig.